haben wir dich schon bei der ersten Übung erwischt. Schon mittendrin heute, ja. Beine zwar steht an, Fokus nach wie vor stark auf die Rückseiten. Ich muss sagen, es haut schon gut rein. Also ich bin ordentlich platt eigentlich von der letzten Push-Einheit, aber Gott sei Dank heute Beine. Das heißt, der Unterkörper wird forciert. Alles gut. Also schauen wir, dass wir ein bisschen an Dampf reinbringen. Ist nur Recovery-Training? Ist noch. Ich habe nur wenige Tage, der Februar ist ein kurzer Monat und mit 1. März steht ja dann der Aufbau. Ich bin schon leicht nervös. Ein paar Sachen haben wir vorher erledigt, aber es wird interessant dieses Jahr wieder. Richtig Bock drauf. Machst du jetzt schon was anderes in die Vorbereitung für die Off-Season oder? Ah, jetzt so gesehen eigentlich nicht. Aber wenn ich jetzt zum letzten Jahr zurückschaue, dann würde ich sagen, habe ich es wieder ein Stück besser geschafft, diese Recovery zu genießen, den Körper gut erholen zu lassen, ein bisschen weniger zu trainieren, den Körper Freiraum, die Erholung zu geben, den er braucht. Aber ansonsten ist aktuell nicht viel anders. Ich muss jetzt sagen, ich versuche noch einmal den letzten Tag gut auszukosten, bevor es am 1. März nachher losgeht mit der neuen Routine. Und es ist eine neue Routine. Es gibt ja viel mehr drei Phasen: Recovery, Off-Season und Diät. Und eine neue Phase beginnt, das heißt, wir haben dann wieder einen ordentlichen Umbruch. Würdest du also jetzt sagen, du hast die beste oder gute Ausgangslage geschaffen, dass du jetzt in die Off-Season startest? Hast du die beste Ausgangslage? Ich glaube, das kann man so per se nie sagen. Es ist auf jeden Fall gut jetzt, um das Ganze vielleicht ein bisschen in Zahlen zu fassen. Ich habe in der Früh aktuell so zwischen 123, 124, manchmal 125 Kilo. Und ich glaube, man sieht auch diese Schwankungen schon, wie es aktuell ist. Es ist vom Essen gerade relativ Freestyle. Es ist viel vom Essen, wo ich sage, das ist so, wie es schon Bodybuilding tauglich ist und Bodybuilding für gut befunden wird. Aber ich habe natürlich genauso meine Cheats jetzt dann. Ich esse mal Pizza, wenn ich Bock habe. Gibt es halt mal Schnitzel, gibt es einen Riegel oder Protein-Pudding. Also es sind alles nur Cheats, die irgendwie so fitnessgerecht sind. Blöd gesagt, abgesehen jetzt von Pizza und so. Ich fühle mich gut, die Form ist definitiv nicht eskaliert, das passt. Ich habe genug Fett draufpacken können, sodass der Körper regenerieren kann, dass er sich ordentlich erholen kann. Ich habe aber auch nicht zu wenig und die Form künstlich konserviert. Ich glaube, es ist einfach jetzt eine gute Ausgangslage, wo man wegarbeiten kann. Ich bin bei einer vernünftigen Anzahl von Kalorien aktuell. Ich glaube, wenn man es jetzt genau anschaut und im Wochendurchschnitt anschaut, bin ich wahrscheinlich irgendwo an einem Trainingstag bei 4-6 herum oder so. Das passt eigentlich ganz gut. Ich muss nicht hungern, muss aber auch nicht voll stopfen. Und das ist halt jetzt der Punkt, vor dem wir wegstarten. Kann man sagen, Motivation, die ist definitiv da. Der Körper ist fit, das ist das Allerwichtigste. Und der Rest wird sich zeigen, wie gut die Ausgangslage für die kommende Off-Season halt ist. Dann. Das machst du jetzt eigentlich an der Multipress-Beine, das habe ich absolut nicht gesehen. Ich finde es voll geil. Also ganz ehrlich, die RDLs da drinnen, die finde ich voll geil. Das ist blöd und ihr werdet wahrscheinlich viele andere Meinung sein, dass RDLs mit der Langhantel einfach frei viel besser sind. Aber ich habe das Gefühl, ich kann mich nur spur besser auf den Stretch fokussieren. Wichtig ist halt, dass ich mit den Schienbeinen wirklich möglichst nah herbei bin, dass ich die Stangen möglichst nah führe und dementsprechend einen guten Zug auf den Beinbeuger kriege und mein Rücken nicht rund wird. Das ist irgendwie das Problem, wenn du die Stangen zu weit weg vom Körper hast. Ich finde es geil, kann gerne jeder mal probieren. Das Problem ist halt vielleicht oft, dass man die volle Range of Motion nicht ganz nutzen kann. Hier ist es möglich, hier fühle ich mich happy damit. Aber auf jeder Multipress würde ich es definitiv nicht empfehlen. Die Range of Motion hier ist vollkommen okay. Kommt jetzt wirklich in einen schönen Stretch. Ich liege noch nicht auf und dann drücke. Ich habe aber bewusst den Haken jetzt nicht entkämpft, weil sonst würde es ja nicht ganz ausgehen. Nach oben hin kriege ich eine schöne Kontraktion, nach unten einen schönen Stretch. Ich kann mich schön auf die Bewegung konzentrieren. Ich finde es geil. Ich glaube, das Problem ist, wenn man kleiner ist, hat man dementsprechend nicht so viel Bewegungsspielraum und liegt früh auf. Wie ist die Kraft? Gut, also ich glaube die Ausgangslage krafttechnisch ist wirklich sehr, sehr gut. 200 waren es jetzt, glaube ich, mit Stangen, 6 Mal Recovery, sind wir zufrieden.
Brauchst du noch was? Ja, ich glaube, gehen wir noch eine dritte dazu. Machen wir das. Dann eine vierte und vielleicht eine fünfte. Brauche ich schon 3-4 Sätze, bis alles ordentlich warm ist und wir drauf fahren können. Genau. Ja. Hast du denn Angst auch jetzt schon ein bisschen? Wovor? Ja, vor der Off-Season. Nein, Angst habe ich nicht. Es ist schon mal viel Veränderung. Ich glaube, so viel Veränderung wie jetzt hat es in der Off-Season glaube ich noch nie gegeben. Und du kennst mich und weißt, wie Off-Season früher gelaufen ist. Beim Training halt ordentlich Gas geben, aber es ist eine Ernährung eher so, wenn es jetzt in der kurzen Phase war, zwischen den Wettkämpfen wie Recovery oder was, war die Ernährung in der Off-Season eher immer so ein bisschen nach Lust und Laune. Ich habe schon meine Mahlzeiten gehabt, die eigentlich immer relativ gleich waren wie Frühstück, vor und nach dem Training, manchmal Abendessen, aber dazwischen ist halt sehr viel Freestyle passiert, würde ich jetzt einmal sagen. Und jetzt ist es so, von dem, wie ich jetzt ab März arbeiten werde, so strukturiert war es noch nie. Und ich habe das ja selber schon mitgekriegt in den letzten Vorbereitungen mit der Rahel. Wir sind von Vorbereitung zu Vorbereitung professioneller geworden, wir haben strukturierter gearbeitet, genauer, nur besser aufs Mealtiming aufpasst, auf die Supplemente, auf die nachvollziehbare Trainingsperformance. Und jetzt ist es halt so, dass ich das jetzt auch eigentlich zum ersten Mal seit ganz, ganz langer Zeit in der Off-Season so professionell handhaben werde. Was bedeutet das? Das heißt, ich habe jetzt 6 Mal in der Off-Season Cardio drinnen, 20 Minuten in der Früh nüchtern, 6 Mal in der Woche Core-Training. Jetzt schon. Und ganz ehrlich, ihr kennt das selber, das ist wie das Wadentraining, das Core-Training. Entweder man macht es, aber meistens macht man es halt einfach nicht. Am Schluss vom Training hast du keinen Bock mehr. Und das sieht man dann auf der Bühne, das sieht man jetzt Gott sei Dank nicht bei meinen Waden, aber der Bauch kann sicher tiefer sein. Das heißt, ich habe 6 Mal Cardio und Core-Training in der Woche. Die Mahlzeiten sind anders wie sonst. Sie sind ein bisschen mehr oldschool, würde ich sagen, aber einfach wieder so zurück zum Bodybuilding-Ursprung. Das heißt, richtig viele verschiedene hochwertige Eiweißquellen. Es wird sehr hoher Wert gelegt auf gesunde Fette. Das Mealtiming ist wahrscheinlich nur exakter wie zuvor. Die Supplementierung zwischen den Mahlzeiten hat einen Stellenwert, so wie ich es bis jetzt ehrlich gesagt noch nicht gekannt habe. So, ich habe viele Supplemente dann im Einsatz, die ich so persönlich nie genutzt habe. Das heißt viel, was eigentlich die Nährstoffaufnahme verbessert, was die Insulinsensitivität verbessert. Das sind jetzt überall, lassen wir es 0,1-0,2% überall sein, wenn überhaupt, und wenn man das in Prozent nennen kann. Aber ich glaube, dieses große Ganze, diese ganzen kleinen Prozentsätze über längere Zeit ergeben halt in Summe hoffentlich dann beim Olympia schon ein merkbares Resultat. Dass die Off-Season ist extrem strukturiert. Ich habe Cardio permanent dabei, um einfach auch einen Stoffwechsel gut im Laufen zu halten, aber auch einen Gesundheitsfaktor nicht aus Acht zu lassen. Und, Alter, Training, Thomas. Tut sich da was? Teilweise 2 Mal am Tag. Was 2 Mal am Tag? Ja, 2 Mal am Tag trainieren, so noch. Nein, dann wären wir bei 3 Mal. Dann hätten wir Cardio, dann hätten wir teilweise Mil 1, Mil 2, große Muskelgruppe, Mil 3, Mil 4, kleine Muskelgruppe. Also die Off-Season, in der werde ich Einschnitte zulassen ins Privatleben, sage ich jetzt einmal. Die so normalerweise nur ungern tolerieren. Vor allem nur in der Diät tolerieren, weil ich sage so, jetzt wird es ernst, jetzt lassen wir den Schalter fallen. Und denkst du, dass du das psychisch schaffst? Ja, also ich sage es ganz ehrlich, ich bin sehr, da ist jeder anders, aber ich bin sehr friedliebender Mensch. Ich mag es, wenn es harmonisch ist, und das sind jetzt trotzdem Einschnitte, das wahrscheinlich auf meinem Level jetzt als Nummer 7 der Welt aktuell braucht, damit man einfach diesen 1, 2, 3 Plätze vielleicht noch vorrutschen kann. Vielleicht passiert es aber auch nicht, vielleicht fahre ich auf die Fressen, keine Ahnung, aber ich bin auf jeden Fall bereit, diesen Schritt zu gehen. Ich habe mir das Hagel gesetzt, 1. März ist Stichtag, wird Gas geben dann, heißt komplett zielorientiert Richtung Mr. Olympia wieder arbeiten. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, das heißt immer, hinter jedem starken Mann steht eine noch stärkere Frau, und das bewerbe ich heute sich halt bei uns auch mit der Rahel. Also, die unterstützt mich da zu 100.000%. Und ich glaube, sie will es mindestens so sehr wie ich auch, dass ich einfach nur mal sage, was in mir steckt, dass wir nichts unversucht lassen, weil ich erwähne es immer wieder, das Profisport-Zeitfenster ist begrenzt.
bei mir, und ich weiß, ich sage es oft, habe ich mir den Riegel vorgeschoben mit 35. Das ist mir bewusst, das ist der Wahl bewusst, das ist uns bewusst. Aber bis dorthin, da wollen wir nicht immer alles rauszuholen. Das heißt, auch in der Offseason werden jetzt gravierende Einschnitte, die es so in der Vergangenheit nicht gegeben hat, geduldet, toleriert, akzeptiert und werden hoffentlich auch belohnt. Gleichzeitig heißt das halt dann auch teilweise zweimal am Tag trainieren, das heißt halt auch sechsmal in der Woche Cardio machen. Das heißt halt auch, dass man das Leben bis zum Olympia wieder mal rundherum plant. Ich habe Respekt davor, hat Respekt davor, aber ich glaube, vor jeder großen Herausforderung, vor jedem großen Schritt braucht es einen gewissen Respekt. Es ist nicht Larifari, so wie es früher war. Ich möchte nur mehr angreifen, ich möchte es mir beweisen, ich möchte es uns beweisen, ich möchte es euch beweisen, dass da mehr drin steckt. Schön ist es gegangen. Auch nicht mehr wie das letzte Mal. Obwohl ich aktuell die letzten Trainingseinheiten jetzt ehrlich gesagt nicht mehr ganz so drauf schaue. Ich schaue halt, dass es mich gut reizt. Aber ich glaube, in Fällen wie jetzt merke ich gerade auch, es gibt eine Überstimulation, blöd gesagt. Weil ich merke, nach einem Beintraining bin ich im nächsten Tag echt unbrauchbar. Und teilweise bin ich mir am übernächsten auch nicht sicher, ob ich trainieren kann. Aber ich bin gespannt. Wie gesagt, jetzt wird einiges anders. Auch das Split wird komplett anders. Es ist hier so, wie ich es jetzt im Kopf habe, Brust-Trizeps-Klasse, irgendwie Rücken, Bizeps, Quads mit einer Übung, Hams, dann irgendwie, ich glaube, nur Hams, Bizeps. Es geht weg vom klassischen Push-Pull-Beine. Also nicht mehr Team Push-Pull-Beine und ich habe schon Bock drauf wieder. Auch das macht es aufregend, alleine das motiviert. Du hast ja gesagt, du trainierst jetzt dann dreimal am Tag, bis zu dreimal am Tag. Wenn man Kali mitrechnet, bis zu dreimal, ja. Wie denkst du, dass du regenerativ mitkommst? Ja gut, im Detail ist es jetzt noch nicht durchgeplant, aber ich gehe mir davon aus, dass aktuell in einer Push-Einheit hast du ja Brust, einen Teil von der Schulter, den Trizeps mit dabei. Wenn man jetzt Brust und Trizeps separiert, fällt ja sogar die vordere Schulter weg. Ich schätze mal, das Volumen wird pro Einheit eine Spur höher sein. Aber auch das ist natürlich immer angepasst an die aktuelle Kalorienzufuhr. Das kann ich jetzt schon mal sagen, die wird irgendwo im Schnitt jetzt beim Start bei 4800 liegen. Ich habe Trainingstage, da werde ich ca. bei 5,5 liegen. High-Calorie-Tage oder High-Carb-Tage. Dann gibt es Low-Carb-Tage, da wird weniger, bin ich bei ein bisschen über 4000 Kalorien, wenn ich mich nicht einschätze. Ich habe es noch nicht so genau im Kopf, wie gesagt, die Routine startet erst. Und relativ niedrig an Rest ist bei 3,7. Also es gibt irgendwann einen Wochenschnitt, jetzt aufgerechnet von 4,8. Das ist eine Spur höher wie jetzt. Dementsprechend gehe davon aus, dass ich eigentlich regenerativ schon gut klarkommen werde. Und man muss ja da sagen, an diesem Punkt haben wir ein bisschen auslassen. Super Subs kommen dann da wieder rein. Aber da muss ich sagen, mir jetzt einmal ein bisschen was anderes probiert. Aber es ist kein Hexenwerk und vor allem bin ich echt happy, weil es meiner Meinung nach ein extrem vernünftiger Ansatz ist und das ist mir halt wichtig. Aber wenn ich sage, der Sport, dann mache ich eh nicht ewig, dann möchte ich aber trotzdem so gesund wie möglich raus. Okay. Und von dem her ist mir das wichtig, weil um jeden Preis muss es einfach nicht sein. Es ist und bleibt im tiefsten Inneren das allerschönste Hobby, was ich je für mich entdeckt habe. Und das wird es auch danach noch bleiben. Und wie technisch, wirst du irgendwo eine App handeln oder was hast du für Maximum? Oh,
ich bin echt gespannt. Wie gesagt, jetzt liege ich so bei 124 gewichtstechnisch. Man weiß ja, die 130, die knackt mein Körper gerne mal. Ich denke mal, die ersten paar Wasserkilo werden auch nicht so lange auf sich warten lassen. Also 105, 6, 27 könnten es relativ schnell mal werden. Schauen wir, wo es hingeht. Wichtig ist, dass die Form gut bleibt. Man weiß, ich habe Schwächen, ich brauche ein bisschen mehr Latt. Die Arme können auch sicher mehr Wumms vertragen auf der Bühne. Der Beinbeuger könnte ein bisschen besser sein. Ich sage jetzt einmal gewichtstechnisch, will mich einfach nicht limitieren. Das, was es braucht, das braucht es. Ich fühle mich mit meinem aktuellen Gewicht extrem gut. Wie gesagt, ich mache genug Cardio. Solange ich mich fit fühle, solange ich auch fit und gesund bin, das heißt, das Ganze da schnaufen kann und nicht noch ein Stockwerk halber zähnig bin und das Blutbild passt, ne, dann Druck, da geht eh noch mehr, ich brauche eh noch mehr. Gewichtslimit ist nicht so das Problem, wie viele immer denken, das schaffen wir schon. So, dann Training ist durch, war gut, wir wissen jetzt, wie es weitergeht. Ja. Willst du jetzt noch irgendwas loswerden, bevor wir aufhören? Die meisten von euch warten jetzt wahrscheinlich auf den Standardcode, auf die Ansage, aber die lassen wir jetzt einmal außen vor, die kennt es schon, Classic FM. Aber viele von euch haben mir in die Kommentare gefragt, wie schaut es aus, wie geht es weiter, wer ist der neue Coach, machst du das alleine, machst du das mit jemandem gemeinsam? Und ich muss sagen, in den letzten Jahren habe ich schon brutal viel über mich selbst lernen können. Und ich glaube, viel zu wissen und wahrscheinlich auch besser zu wissen, wie jeder Coach, wie mein eigener Körper funktioniert, wenn man einfach über die Jahre ein arges Körpergefühl bekommt. Aber ich habe es euch gesagt, ich möchte nur mal neuen Input, ich möchte mich nur mal weiterentwickeln, ich möchte von einer neuen Seite nur mal lernen. Und ihr wisst es selber, gerade wenn man das Trainieren anfängt, kann man mit ganz, ganz wenig Verbesserungen im Alltag, in der Ernährung, im Training extrem viel erreichen. Du kannst gleich mal einen Sprung machen, wo du sagst, boah, das hat mir noch einen Schub gegeben von 70%, aber irgendwo dann an der Spitze. Du musst einfach so viel machen, nur damit du einen halben Prozent, einen Prozent besser bist. Und ich glaube, das kann einfach oft nur mal viel, viel besser werden in einer Symbiose. Und dementsprechend kann ich euch sagen, macht es ja nicht alleine. Wie gesagt, ich wollte es ursprünglich, habe mir aber jetzt Verstärkung an die Seiten geholt und habe jetzt schon richtig, richtig Bock auf alles, was kommt. Einen kleinen Ausblick habt ihr heute schon gekriegt. Jetzt möchte ich gerne sagen, ich werde noch nicht sagen, wer es jetzt ist. Das, ich halte mir noch ein bisschen vor, die Spannung lassen wir noch ein bisschen im Raum stehen. Und da könnt ihr ruhig einmal scheiche Kommentare, also in die Kommentare reinschmeißen, was ihr denkt, was cool passen könnte. Wie gesagt, mir ist ganz klar, ich kann es nicht jedem recht machen, aber die Entscheidung, die ich jetzt getroffen habe, die fühlt sich für mich verdammt gut an. Ich freue mich voll, dass was kommt. Ich freue mich, wie es weitergeht. Das Wichtigste, ich habe Spaß an der Sache und freue mich einfach nur, mich richtig anzugreifen. Bin motiviert und bin gespannt, ob wir diese 1-2% dieses Jahr noch besser werden können. Ich werde euch auf jeden Fall am Laufenden halten. Und ihr könnt sie ruhig einmal unten reinhauen, was ihr sehen wollt. Denn es wird sich einiges ändern. Es wird sich die Ernährung ändern, es werden sich die Supplemente ändern, es wird sich das Training grundlegend ändern. Und auch, glaube ich, die Zusammenarbeit an sich. Also schmeißt es einfach mal rein in die Kommentare, was sehen wollt. Wir haben gewaltig viele Ideen. Wir wissen schon, was wir machen wollen. Aber wie immer gehen wir natürlich auch auf eure Wünsche, wenn man es so nennen kann, Rücksicht. Also haut es rein. An dieser Stelle danke. Und jetzt kommt's. Wenn ihr sehen wollt, was sie in nächster Zeit tut, wenn ihr auf die Reise mitgenommen werden wollt, wenn ihr auch voll motiviert seid und voller Vorfreude auf das, was kommt, dann gibt es nur einen Code, Classic FM, für die besten Deals bei Outfit und bei ESM.com. In diesem Sinne, habe die Ehre und bis zum nächsten Mal.